Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Christians Kostbarkeiten. Ich habe schon lange kein Video mehr gemacht, aber mein Arbeitskollege ist jetzt auch wieder ein bisschen aktiver und da habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht alles nicht wahr sein, ich muss auch mal wieder eins machen. Und zwar soll es bei diesem Video soll es darum gehen, was bekomme ich, wenn ich für 50 Euro eine Modelleisenbahn ankaufe? Das habe ich nämlich heute Nachmittag gemacht, so ein Überraschungspaket. Zwei alte Kartons, die ihr vor mir seht. Und da wollen wir mal auspacken, was wir da alles gekriegt haben. Mal schauen. Ich bin selber gespannt, weil alles habe ich mir gar nicht angeschaut. Wir nehmen hier vorne so einen alten Pappkarton. Meistens die Eisenbahn, die ich so bekomme. Das war auch jetzt ein Haus, was verkauft wird. Da stand die Eisenbahn noch rum. Und die Leute waren letztendlich waren so froh, dass es weg war. Dass das Zeug weg ist. Und deshalb bekomme ich das meistens so geliefert. Ne, 50 Euro hört sich jetzt sehr wenig an, aber es ist gar nicht so selten, dass ich da Sachen für das Geld einkaufe. So, das erste, was wir haben hier in so einer Kiste, war ein bisschen Baumkram, also wo Bäume drin sind und ein kleiner Anhänger liegt da auch noch mit drin. Ja. Dann so ein schönes kleines Stadthaus. Dann diese Dinger, die kennt ihr bestimmt auch. Solche Häuser, kann man das einigermaßen erkennen, solche Häuser hatte auch ich als kleiner Junge auf meiner Modelleisenbahn. Ich möchte gar nicht wissen, wie alt die schon sind. Dann, was auch bei jeder Eisenbahn mit dabei ist, Streumaterial, was irgendjemand mal angefangen hat. Naja, irgendein Gebäude von irgendwas. Was ist das? Straßen. Hier haben wir kleine Straßen aufgeklebt. Und dann hier diese Fallerbausätze. Sowas kennt ihr auch alle. In dem Fall jetzt ein Bahnübergang. Ja, man kann jetzt ein bisschen schlecht erkennen, ob das schon jemand gebaut hat. Ich fürchte mal schon, weil hier sind so eine Art, na, sagen wir mal, Gartenzwerge drin. Also man die erkennen kann, dass das scharf macht hier. So ein kleiner Gartenzwerg. Ich hoffe, aus einem Überraschungsei und der ist jetzt ein Vermögen wert. Dann so ein großer Bahnhof. Nochmal so ein schönes kleines Häuschen. Und dann steht nicht wegwerfen drauf. Okay, auch so. Solche Bastelreste. Kann man das sehen? Das erkennen, denke mal schon. Und dann guckt euch den Koffer an. Ihr könnt euch schon ungefähr vorstellen, wie alt das alles ist von irgendjemandem. Der Koffer ist echt niedlich. Und drin? Das ist ein klassischer Trafo. Oh Mann. Dann nochmal so eine Kiwi-Packung. Und auch so gebastelte Sachen und ein Überraschungseis mit drin. Dann kann man das sehen, was hier drin ist, wird da scharf. So, haben wir hier einen schönen Anhänger. Und ansonsten
wohl vor allen Dingen auf den ersten Blick ist das wohl Bastelmaterial vom Vorbesitzer. Hier ist noch, ja, noch ein Anhänger, irgendwie ein Holzkeil. Ja, nochmal hier Anhänger, ein bisschen Werkzeug, also hier haben wir nochmal einen Schraubendreher. Von Fleischmann so ein paar Schaltpunkte, so ein paar Schaltkontakte. Und irgend so eine ganz wilde Brille. Löffel. Und dann noch irgendwas in so einer Tüte. Was ist das? Keine Ahnung. Sieht aus wie Schleifsteine. Ich weiß nicht, was man damit macht. Keine Ahnung. Hat aber extra wieder so eine richtige Tasche. Kleine Signale liegen da noch drin. VEB Plastic Art. Das sieht nach dem gelobten Sozialismus aus. Und das ist dann wohl so eine Lupenbrille. Ach du meine Güte. Vermutlich konnte man die mal nochmal in der Schärfe verstellen. Vor langer Zeit. Ein paar Schrauben, Haken. Nochmal so ein Häuschen aus meinen Kindertagen. Und das ist anscheinend nur leere Kartons von Lampen und ja, Beleuchtungssachen. Ein paar leere Kartons. So. Haben wir hier noch so ein kleines Tankwerk. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Das habe ich mir schon oft verkauft. Das wäre jetzt die Kiste Nummer 1. Jetzt ja, wie ich schon gesagt habe, ihr seht die Sache ja noch auf dem Tisch stehen. 50 Euro. Ne? Was kriegen wir für die ganze Sache? Für die beiden Häuser, wenn ich Glück habe, jeweils ein Zehner, die beiden Anhänger. Naja, sagen wir zusammen 15 sind wir jetzt bei 35. Der Bahnhof da hinten nochmal ein 10er, sind wir bei 45. Das kleine Ding, wenn ich Glück habe, ein 5er. 50 der und der Trafo auch noch bestimmt ein 10er. Also bei den Sachen, die so auf dem Tisch liegen, so die großen und ganzen, sind wir jetzt schon bei über 50 Euro. Naja, Gebühren müssen wir abziehen, aber im Endeffekt, nach der ersten Kiste sind wir eigentlich schon mal im grünen Bereich. Und dann schauen wir mal weiter. Haben wir hier so eine große Garagenanlage. Haben wir hier einen Lokschuppen. Noch eine original Plastiktüte. So was gibt es heutzutage ja auch kaum noch. Aus alten Zeiten sozusagen. So, noch ein bisschen umkippen. Dann Fleischmann Flexgleis, also Fleischmann Profilgleis. Das ist gut, weil das ist relativ teuer und das kann man immer gut verkaufen. Das wird auch gern genommen. Ich meine, teuer ist das alles. Aber das lässt sich auch tatsächlich Gebrauch gut verkaufen. Und da haben wir hier eine ganze Schachtel davon. Also ich hoffe, sie ist. Na toll. Naja, so, ihr könnt das sehen. Gehen wir mal von aus, dass wir pro Schiene einen Euro kriegen. Na, und da sind schon ein paar, die da drin liegen. Na, für Weichen natürlich mehr. Immer. Der Bahnhof, der ist nicht mehr so im tollen Zustand. Ein paar Schaltdinger. Ja. Naja. So, nochmal eine klassische Plastiktüte. Nochmal ein Häuschen.
Noch ein Häuschen. Ein kleiner Kiosk. Oh ja. Noch ein Haus. Ich komme ein bisschen näher. So, ich hoffe, macht er das jetzt scharf? Das Häuschen hier noch nicht. Komm her. So, jetzt kann man es sehen. So, ihr seht, dieses Häuschen ist schön gebaut. Ja? Der Punkt ist oft, dass die, ja gerade so bei älteren Anlagen, dass die dann so komischen braunen Kleber verwenden. Ne? Und, oder einfach, dass die Modelle nicht besonders schön und sauber geklebt werden. Ne? Und wer auch immer das zusammengebaut hat, ne, hat sich da schön Mühe gegeben. Also das ist ein sehr schönes Modell. Und dieses Häuschen, damit ist anscheinend nicht fertig geworden. Da fehlt eine Menge. Und hier in der Tüte an sich sind noch so ein paar ja, Kleinteile, was halt so bei den Häusern abgefallen ist, was beim Transport nicht ausbleibt. Und hier ist noch eine Rechnung. Und zwar Ich komme jetzt aus Osterode am Harz und das ist auch tatsächlich eine Rechnung aus Osterode. Und was auch immer er da gekauft hat, das war am 13.01.1992. Na, für Leute in meinem Alter hört sich 92 gar nicht so schlimm an, aber das ist tatsächlich schon 30 Jahre her. Nun gut. Schauen wir weiter nach Vorjahr. Kleine Häuschen, dann so eine schöne Garage, die habt ihr wahrscheinlich auch schon oft gesehen, das ist auch ein sehr beliebtes Modell. Ein kleiner Anhänger, mit so diese Staubwagen, wie man nennt. Kibri Wohnhaus mit Erker. Ja, und wisst ihr, was da drin war? So ein ganz kleines Tier. Das kommt leider auch öfter vor, weil die Sachen werden ja immer in irgendwelchen Orten gelagert. Naja. Wo natürlich auch nicht immer alles staubfrei ist, um es mal so sagen. So. Haben wir hier. Kann man das hier sehen im Bild? Ich schiebe es ein bisschen weiter rüber. Da. Kann man Sachen hier mal wegstellen. Eine Holzkiste und da ist anscheinend das rollende Material, nicht nur anscheinend, da ist das rollende Material drin. Ja. Mehrzwecklokomotive BR44 von Pico. Und so wie das hier aussieht, hat er davon gleich mehrere, weil die ist hier nämlich nochmal das gute Stück. Auch so eine habe ich schon oft gehabt. Und schon oft verkauft. Ihr seht, da fehlen die Pantographen oben drauf. Sowas passiert leider manchmal. Haben wir noch ein paar Bäumchen. Ein paar Personenanhänger. Diese Sachen sind im sehr schönen Zustand. Na, wenn man sich das so anguckt, die sehen sehr gut aus. Die sind nicht mal richtig staubig, die sehen wirklich gut aus. Dann ist hier noch eine kleine Dampflok drin. Das ist von verstehe was aus, was da Märklin drunter steht. Wenn man sich gern sicher. Seht ihr diese kleine Lok? Jetzt brauche ich tatsächlich mittlerweile eine Brille. Aber so ganz... Ja, es wird... Fleischmann steht da, nicht Märklin. Na, unter der Lok drunter. Und dann wird scharf. Haben wir? So, sehen können. Schönes Teil, sehr schönen Zustand.
Dann nochmal ein Fleischwagen, ein offener Wagen, ein gedeckter Güterwagen, nochmal Kesselwagen, Staubwagen. Auch mal zwei gängige, einmal Seefische, einmal reichlich aufgedeckte Güterwagen. Loren, zwei Stück noch. Und dann haben wir hier noch so eine große Rangierlok. Ist die scharf? Hoffe ich so. Große Rangierlok. Und ihr seht, das habe ich auch ganz oft. Hier ist so ein Gummiband. Ja? Das ist irgendwann, härten diese Gummibänder komplett aus und bröseln dann nur noch. Das hat gar nichts mehr mit dem Gummiband zu tun, was auch immer das macht. Jetzt ist es nur noch Müll. Ansonsten, die Lok selber ist wunderschön. Die sieht echt noch gut aus. Na gut, jetzt ein paar Einschränkungen haben wir vielleicht schon, weil hier hinten fehlt nämlich ein Puffer. Aber vielleicht finde ich den noch. Aber ansonsten ist die auf jeden Fall gut gefüllt. Da ist kein Kratzer, nichts. Großartig gespielt wurde anscheinend nicht damit. Und dann haben wir noch zu guter Letzt einen Kranwagen. Das Besondere für mich an diesem Kranwagen, na, wird scharf, Kumpel. So. Das Besondere für mich an dem guten Stück ist, ist er jetzt scharf oder nicht? Wahrscheinlich noch nicht. Ja? So. So einen habe ich noch nicht gesehen. Der ist für mich neu. Hersteller ist auch Fleischmann. Aber auch dann, weil das ist ein bekannter Hersteller, aber wie gesagt, den Wagen selber kenne ich nicht. Ja, jetzt muss ich noch einmal kurz in die Kiste gucken. Noch die allerletzte Tüte. Ein Tunnel. Nein, von der Anlage, die da mal gegeben haben wird, vermutlich. Und auch hier wieder eine Rechnung vom Modehaus Stark in Osterode. Aber das heißt, glaube ich, Jersey. Auf jeden Fall, das sind, glaube ich, Klamotten gewesen, was dort irgendjemand mal gekauft hat. Ja, soweit, so gut. Mal wieder ein schnelles Video. Die ganzen Sachen werde ich jetzt in der nächsten Zeit dann wieder bei Christians Kostbarkeiten bei eBay einstellen. Zum Verkaufen. Das sind sehr schöne Sachen. Sie sind wirklich schön gepflegt. Die gefallen mir alle sehr gut. Und ja, für mich ist das immer so eine, das ist das, was ja Spaß macht an der ganzen Sache. Also wie so eine Art Schatzsuche. Na, man kauft irgendwelche Sachen und wenn man sich dann relativ zügig mit dem Verkäufer über den Preis einigt, hier ist man schon gleich überschlagen kann, okay, da komme ich sowieso mit zurecht. Es ist immer wieder spannend, dann nach Hause zu fahren und es auszupacken. Weil wenn man sich, wie gesagt, wenn man einen günstigen Preis hat, muss man das ja nicht alles vor Ort noch extra anschauen. Na, man kommt sowieso zurecht. Ja, und deshalb ist es immer wieder ein Spaß, auch hier mit euch, das alles mal auszupacken. Gut, dann hoffe ich, dass es beim nächsten Video nicht wieder so lange dauert, bis ich mal eins mache. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann wie immer, Daumen hoch, Like da lassen, Abo da lassen, wäre cool. Ja, und dann grüße ich nochmal meinen Arbeitskollegen, falls das wirklich so lange geguckt hat, ne, der mich dazu inspiriert hat. Alles klar, schönen Tag noch.